Unter strömendem Regen und Gewitter heiße ich euch herzlich willkommen zu dieser Folge von Dead Age. Ich bin nach wie vor noch auf Looting Tour im 8. Gebiet des Highways. Und ja, mal gucken, ob ich in der heutigen Folge die dritte Raststätte erreiche. Auf alle Fälle stellen sich uns hier gleich mal zwei Zombie-Wellen in den Weg. Und von daher schauen wir gleich mal, ob wir die Wellen schnellstmöglich ausnocken können. Die Gruppe erreicht einen Kampf zwischen einer ängstlich kreischenden Frau und einer Horde Zombies. Die Gruppe bleibt keine Wahl zur Flucht, da die Untoten euch schon gewittert haben. Gut, dann heißt es kämpfen oder sterben. Und ich entscheide mich für Ersteres. So, gleich mal den Passanten hier killen. So, der wäre Geschichte. Dann zeig mal, was du drauf hast. Blondschopf. So, durchbrechen. Nochmal der Streuner und nochmal der Streuner. So, der wäre Geschichte. Welle 2 von 2. Krankenschwester, Passant und Streuner sehe ich da. Wie immer als allererstes die Krankenschwester. Und ihr in der Zwischenzeit kümmert euch um den Passanten. Krankenschwester kann jetzt sowieso nichts machen, von daher liegt die ganz gut aktuell. So, du bleibst gleich mal liegen. Du machst den hier. Und du machst den hier. So, Sunny, und zwar auf den Bill. Oh, die Doppelkralle. Jetzt ist aber hier Schicht im Schacht. Gut. Tot. So muss das sein. Und Sneakers haben wir bekommen. Die Frau ist in Eile, aber kramt in ihren tiefen Taschen. Freudig schenkt sie der Gruppe einige Rationen. Sehr schön. Sneakers der Stufe 2 mit 1% Verteidigung und 3 Lebenspunkten. Das rüsten wir auch gleich mal aus. Die hat hier Intelligenz, war das, müsste das gewesen sein. Genau, erhöhter Schaden bei Gift, Splitter und Feuerschäden. Und die Konstitutionsschuhe gehen wir auf alle Fälle ihm hier. So, ablegen. Kann ich die, warum kann ich die jetzt nicht anlegen? Wo sind jetzt meine Schuhe hin? Habe ich die jetzt nicht dabei? Ah, plündern wahrscheinlich. Ja, ich muss die erst noch nehmen, gell? Sonst kann ich sie natürlich auch nicht ausrüsten. So, Sneakers ausrüsten. Sehr gut, freut er sich über neues Schuhwerk. Genauso wie der Bill natürlich. Der bekommt jetzt die Flipflops angezogen. Und auf ins Getümmel, in den nächsten Kampf. Cheerleader, Passant und Streuner wieder mal. Passant als allererstes. Und dann die Cheerleaderin. Oh man, die feuert hier gleich mal den Streuner an. Schlecht, da hat er uns 17 Crit reingehauen. Musste das sein. So, du liegst. Und jetzt alles auf die Cheerleaderin. Gut, die wäre tot. Sie darf wieder heilen, und zwar ihn hier. Aua. Das tat weh. Zwar ganz ordentlich. So, gleich nochmal zusammenflicken. Damit wir da wieder ein bisschen hochkommen von den Lebenspunkten.
Gut. Ui. Als ihr gerade die letzte Raststätte am Horizont seht, bemerkt ihr, wie sich eine Gruppe Zombies in eure Richtung bewegt. Tja, das hat man ja schon mal. So, der Bill will wieder stiften gehen. Hat keinen Bock hier, sich der Zombie-Horde entgegenzustellen, aber das kann er knicken. Ich drehe nicht um. Wir nähern uns der Zombie-Horde. Ich bin ja nicht den ganzen weiten Weg gegangen, nur um jetzt abzuhauen. Das kann er knicken. Bis später, ja? Dann bis später. Feigling. So. Einen Lockvogel wähle ich nicht aus. Ich bekämpfe die Horde. Auf die gute, altmodische Art. So, auf zur Krankenschwester. Kann nicht so schwer sein, hier die Horde zu überstehen. Zwei Wellen. Das dürfen wir doch packen. So, du knockst ihn hier aus. Du kümmerst dich um sie. Bleibt aktuell nur noch einer, der aktiv am Kampfgeschehen teilnehmen kann. So, da bringt ja das ganze Spucken nichts. Jetzt hast du es nämlich gleich überstanden. So, erste Welle geschafft. Dann rückt mal an, ihr Zombies der zweiten Welle. Halt, da machen wir ihn. So, zack. Leg dich erstmal schlafen. Durchbrechen wirkt man gleich auf ihn hier in der Zwischenzeit. Und so rum. Gut, bleibt noch nur noch er hier. Und tschüss. Erledigt. Medizinbeutel. Plus 50 Lebenspunkte. Sehr gut. So, die Krankenschwester wären... Nee, die Krankenschwester gibt's wieder. Okay, wieder eine Level 2 Krankenschwester. Die Raststätte haben wir immer noch nicht. Schade. Gut, kann ich was skillen in der Zwischenzeit? Nein. Dann ab ins Kampfgeschehen. Zumindest hat es jetzt schon mal zum Regnen aufgehört. Definitiv angenehmer. So, wir knocken den Schlipsträger aus. Sofern es geht. Natürlich nicht. Der berühmte Vorzeigeeffekt. Oh no. Hauptcharakter gestunt. Das passt mir überhaupt nicht. Gut, aber er ist wieder unter den Lebenden und kann jetzt gleich nochmal sein Glück versuchen. Jetzt aber. Gut. Den killen wir. Und jetzt killen wir ihn hier. Ganz schön bissig. Der Kollege hier. So, leg dich lieber wieder hin. Schlaf noch eine Runde. Gut. Ab ins Reich der Träume mit ihm. Die letzte Raststätte haben wir entdeckt. Und wir krallen uns eifrig die Nahrung und haben somit auch die Quest erfolgreich abgeschlossen. Ui. Level 5, Level 5 und Level 3. Ich wäre ja schon neugierig, was da passiert, aber viel Lebenspunkte habe ich nicht mehr. Level 3, Level 5. Soll ich es wagen? Ich bin hin und her gerissen. Auf der einen Seite ja. Die Neugier ist groß, auf der anderen Seite, warum soll ich das Risiko eingehen? Nee, wir ziehen uns zurück. Sicher ist sicher.
So, das kann sich auf alle Fälle sehen lassen, was wir hier wieder abgestaubt haben an Zeugs. Nur der Bill wird jetzt wieder geknickt sein. Ja, dachte ich mir. Bill hat das jedoch in Mitleidenschaft gezogen. Er wird einige Tage nicht ansprechbar sein. Ja gut, dann sei es drum. Kann es auch nicht ändern. Er hat uns hier im Stich gelassen, nicht wir ihn. So sehe ich das. Aber zumindest der Hank ist aufgestiegen. Vom Level. So, Hank, du bist eigentlich da ganz gut drin. Wichtiger wäre mal lieber, dass du in Survival ein paar Punkte bekommst. Damit du auch mehr Nahrung ran schaffen kannst. Gut, die Jennifer hat noch nichts zu skillen und er hier genauso wenig. Aber ich kann gleich mal Jobs zuweisen. Einmal Wächter. Sie könnte, kann sie was herstellen? Sie kann auf alle Fälle wieder ein Medikit herstellen. Und du, mein Lieber, kann eigentlich noch nichts Gutes craften immer. Natürlich eine MP5 könnte ich craften. Aber ob es das wert ist, das ist die große Frage. Meine Sachen ist nicht. Ich habe fast nichts zum Rumballern. Nee, machen wir auch nicht. Jäger. Und damit ab zu Tag 17. Gut, alles in allem haben wir es gut gemeistert in diesen Tagen. Ein freundlich aussehender Mann besucht das Camp. Er bietet dem Camp einen fairen Tauschhandel an. Ja, dann lass mal hören. Für 22 Materialien, ja. Ganz sicher nicht. Denkt er, ich habe hier Materialien im Überfluss. Da hat er sich aber mächtig getäuscht. Der reparierte Funkturm funktioniert wieder. Ich habe heute zwei Notrufe aufgenommen. Zum einen von einer Gruppe Passanten und zum anderen von einer Krankenschwester. Wir können nicht alle retten. Du musst dich entscheiden und sofort reagieren. Sobald du jemanden gefunden hast, meldest du dich bei mir mit dem Funkgerät und ich kümmere mich um sie. Die Ereignisse scheinen sich ja zu überschlagen. Ich komme gleich zu dir in die Bar, wenn ich mehr Informationen brauche. Ui, okay, der Funkturm hat ein Signal reinbekommen. Dann denke ich mal, wie machen wir es denn? Wen retten wir? Retten wir eher hier Suche Überlebende in dem Gebiet 10 auf dem Highway bei Tag? Oder eher im Gebiet 7 im Wald? Hier anscheinend eine ausgebildete Krankenschwester im Wald. Und hier eine ganze Gruppe Überlebender. Eine Gruppe Überlebender wäre natürlich nicht verkehrt. Also, rein von der Masse her. Natürlich bräuchte ich dann mehr Nahrung, aber ich hätte natürlich auch gleichzeitig mehr Leute, die das Camp hier verteidigen können. Von daher begebe ich mich zum Highway. Aber zuvor würde ich noch ganz gern ein bisschen was wissen. Wer hat den ersten Notruf geschickt? Der Notruf kam gleich von mehreren Überlebenden. Sie sind auf dem Highway, wahrscheinlich in Gebiet 10. Sie klang nach Passanten. Du gehst sie suchen und bringst sie zu uns zurück. Gut, hast du irgendwelche Tipps für mich, Trish? Ohne Begleiter könnte es schwierig werden. Du kannst auch Munition und Medikits beim Händler gegen Material eintauschen. Ich habe ein extrem knappes Timelimit von dem einzigen Tag. Ui, das heißt, ich muss jetzt gleich agieren. Ich habe also keine Zeit, mich hier lange auszuruhen. Und da der... jetzt wollte ich gerade sagen, da der Bill nicht ansprechbar ist. Aber ich habe dann wieder keinen Wachposten. Das heißt, im schlimmsten Fall wird dir der Bill wieder aufgefressen. Oh Mann, jetzt bin ich wieder in der Zwickmühle. Ich muss fast einen zurücklassen. Dann soll der Hank hier bleiben. Und Wächter sein. Es hilft nichts. Ich will da nicht noch einen verlieren. Und sie hier nehme ich mit auf die Expeditionstour. Party.
Das kann heiter werden, das sage ich euch. Aber wir haben ja einigermaßen viel Munition. Man sieht es ja auch hier, Schrotpatronen. Von daher können wir es auch durchaus schaffen. Wir kombinieren das gleich mal. Auch einiges an Sanitätermunition und Medikits haben wir auch, okay. Zu zweit, ich denke, das dürfte ein Ding des Möglichen sein. So, du denkst darüber nach, wen du retten sollst. Entweder auf den Highway oder den Wald. Wir entscheiden uns für den Highway und reisen mal los. Mal gucken, es wird sich zeigen, ob das die richtige Entscheidung war. Du holst tief Luft. Bis zum Gebiet 10 ist es ein ganzes Stück und du hoffst auf ein paar neue Verbündete. Ganz ohne Medikamente wirst du es wohl nicht schaffen können. Zum Glück haben wir einiges eingepackt, sodass wir gleich uns der ersten Gruppe entgegenstehen. Oder entgegenstellen, besser gesagt. Cheerleaderin. Gleich mal feste drauf. Ui, die feuert gleich mal wieder an. Und er teilt mal ganz gut wieder aus. So, leg dich schlafen, wollte ich schon sagen. Nein, will sie nicht. Hat sie was dagegen? Kotzt mich da an. Machen wir es halt so. So, bleibt nur noch er. Durchbrechen. Und der Rest ist dann selbsterklärend. Immer feste drauf. Ohne Rücksicht auf Verluste. Gut. Babam! Level up! Jennifer ist um 10 Skillpunkte reicher. So, Job Skills. Medikits. Oder ich skill sie auch noch ein bisschen in Nahkampf. Also ein Punkt in Nahkampf. Gut, machen wir zwei Punkte in Nahkampf. Kann ich schaden, wie gesagt. Munition ist knapp. Daher lieber so als anders da. So, die Raststätte. Wir versuchen unser Glück. Die Untoten torkeln langsam auf euch zu und ihr müsst euch verteidigen. Ja, das ging ja gleich mal mächtig in die Hose. Aber gut, sei's drum. So, eine schon mal tot. Und zumindest macht jetzt auch die Jennifer besser Damage. Das merkt man doch gleich ganz ordentlich. Sind zwar nicht viele Damage-Punkte mehr, aber in der Summe dann macht das ganz gut was her. Schlipsträger und Krankenschwester gilt es jetzt auszuschalten. So, Krankenschwester killen wir als allererstes. Bleibt nur noch er. So, geht er durch? Geht er nicht durch? Er geht durch. So, was hast du jetzt davon? Dass du so böse warst. Haha, geblockt. Dachtest dir wohl, aber nichts draus geworden. Ui. Airdrop. Airdrop. Wir gehen zur Stelle des Abwurfs und bitte, bitte finden wir was Gutes. Ich würde es mir so wünschen, dass wir mal einigermaßen guten Loot hier finden. Neue Waffenteile sind da drin gelagert. Cool, 4 neue Waffenteile. Super. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass ich mal Glück habe in dem Spiel. Das freut mich. Damit lässt sich was Schönes herstellen. Eieiei. Gut, du wirkst mal durchbrechen auf ihn hier. Und du, meine Liebe, greifst sie hier an. So, Streuner. Angriff. Und noch ein Angriff. Und noch ein Angriff. So,
alte Waffenteile, besser als nichts. Und mit einem Zombie-Cheerleader oder einer Zombie-Cheerleaderin und einem angeschlagenen Streuner geht's dann in der nächsten Folge von Dead Age weiter. Danke fürs Zusehen, macht's gut, euer Wohead, ciao.